So, frisch in Orville angekommen. Was machen wir zuerst? Wir könnten sofort zu dem Druiden gehen. Obwohl, der war ja nicht besonders freundlich. Da können wir noch ein wenig warten lassen. Ich würde ganz gerne Zaubertränke kaufen. Also ja, mir wurde gerade gesagt, anscheinend hat Talana noch mitten einen in der Hand gehabt. Deswegen habe ich den beim Wechseln nicht gesehen im Inventar. Also sie hat nochmal einen starken Zaubertrank. Aber einer reicht nicht. Wir sollten auf jeden Fall noch zwei, drei Stück kaufen, damit wir genau für solche Situationen wie eben mit den Dämonen halt schnell auf Astralenergie zurückgreifen können. Das heißt, wir gucken uns nochmal ganz kurz hier um. Also hier war ein Waffenschmied, da war eine Krämerin. Mit etwas Glück ist da ein Kräuterhändler. So, hier. Ne, ist auch eine Krämerin. Aber es ist gerade Markttag. Schöner Zufall. Dann gehen wir nochmal zum Kräuterstand. Schleimen uns erstmal ein. Wohlsortiertes Angebot klingt positiv. Es ist uns eine Ehre. Klingt auch positiv. Oh, bevor ihr mir sagt, was ihr möchtet, wollte ich euch noch etwas sagen. In viele Heiltränke gehört Tarnele. Das ist doch mal nett. Kostenlose Informationen sind immer gut. Jetzt würden wir gerne was kaufen. Er hat normale Zaubertränke und normale Heiltränke und Wirselkräuter. Dann nehmen wir doch mal 5 Wirselkräuter und 12 Dukaten pro Zaubertrank. Nehmen wir auch noch mal 4 Zaubertränke. So. Und da probieren wir mal dreisterweise 40 von Gwendolyn. Okay. 30 von Gwendolyn und das hat gereicht. Sehr schön. Jetzt verteilen wir das mal alles. Du hast 2. Du hast 2. Das ist ja fast automatisch gut verteilt worden. Irgendjemand überlastet. Ja, Tirek natürlich. Ein starker Heiltrank, der sollte bei ihm bleiben. Die Bronzeflasche kann weg. Was hast du noch so? Eine Schriftrolle. Auch wenn die nicht besonders viel wiegen dürfte. Ah, die Orknase kann zerstört werden. Nam, nam, nam. Gegenstand wegwerfen, da. Ja, wirklich wegwerfen. Und schon ist er nicht mehr überladen. Kräuter können noch alle zu den Elfen und Zauberinnen. Ah, es sind so viele verschiedene. Ja, ruhig alle beide. So, was wir mit dem Ring machen, weil wir haben ja keine Hand frei. Okay, testen wir es bei ihm aus. Er hat jetzt Rüstungsschutz 10. Jetzt hat er 8. 4, 9, 8, 0, 3, 3, 4. 4, 9, 8, 0, 3, 3, 4. Oh, da unten hat sich das verändert. Magieresistenz erhöht das um 2. Das könnte praktisch werden bei Kämpfen gegen Zauberern. Oder Druiden, wie halt eben gerade. Das müssen wir uns merken. Also, roter Ring erhöht Magieresistenz. Ach, erinnert mich daran, ich habe vergessen in der Zwischenzeit nachzugucken, was der Expurgikum macht. Aber das kommt auch erstmal zu ihr. So, keiner über... Doch, Gwendolyn ist überladen. Durch was? Die Spitzhacke wahrscheinlich. So, jetzt ist keiner mehr überladen. Und wir haben Zaubertränke und wir haben Wirselkräuter. Das heißt, jetzt können wir zu dem Druiden. Hier war das, glaube ich. Jo. Als ihr euch der Hütte nähert, kommt euch Umbrick entgegen. Habt ihr den Runenknochen? Fragt ihr euch erwartungsvoll. Ja, hier habt ihr ihn. Ein Glanz tritt in die Augen des Alten, als ihr ihm den Knochen überreicht. Ihr ahnt nicht, wie sehr ihr mir geholfen habt. Wartet, ich habe etwas für euch vorbereitet. Das klingt jetzt... Also es könnte auch so klingen, kommt doch mal ganz kurz rein, ich habe das für euch vorbereitet und wir werden von einer Horde Orks überfallen. Oder anderen Dieben. Aber anscheinend verschwindet er in der Hütte und kommt kurz darauf mit einem Pergament in der Hand wieder. Das sieht nach einem Kartenstück aus. Ist es aber nicht. Ah.
Okay, hier habt ihr ein Empfehlungsschreiben für Thiomas Vafnilsson aus Brenthill. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Empfehlung für Thiomas Vafnilsson in Brenthill. Wo auch immer Brenthill ist. Er ist ein Freund von mir und wird euch sicher weiterhelfen. Den Namen haben wir sonst noch nicht auf unserer Liste. Wir haben nur ein Gerbald oder so in Fexka, Swafne Egilsdotter in Skjall oder auf ihrem Boot, Jörge Thorusson in Skjall. Und jetzt noch diesen Tiona Swafnilsson. Obwohl nicht sichergestellt ist, dass es auch ein Nachfahre von Hügelig ist. Oder? Wir hatten dem Druiden am Anfang gesagt, dass wir nach Hügeligs Schwert suchen. Also wird uns wahrscheinlich eine Information geben, die uns dementsprechend auch weiterhilft. Na gut. Also haben wir jetzt noch einen Nachfahren von Hügelig gefunden. Oder zumindest seinen Namen. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Wenn ihr euch für Hügeligs Geschichte interessiert, solltet ihr unbedingt einen seiner direkten Nachfahren vorbeischauen. In Angbodiertal. Da sind wir, glaube ich, schon mal durch. Angbodiertal. Er heißt Björn Hjallarsson. Wenn ich mich nicht irre. Okay. Noch einmal spricht euch Umbrig seinen Dank aus. Viel Glück wünsche ich euch noch. Dann dreht er sich um und verschwindet wieder in seiner Hütte. Er hat jetzt so stark betont, dass der zweite Name, den er uns gegeben hat, ein Nachfahre von Hügelig ist. Also ist der erste Name doch kein Nachfahre von Hügelig? Also wir haben ein Empfehlungsschreiben für ein Tiona in Brenthill. Und im Angbodiertal ist noch ein Nachfahre von Hügelig. Also gehen wir jetzt mal ganz kurz hier raus, gucken uns die Karte nochmal an und wo was ist. Denn eigentlich wollte ich jetzt zuerst nach Skjall. Also Angbodiertal und Brenthill. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wo ich Angbodiertal schon mal gehört habe. Aber wir müssen ja dran vorbeigekommen sein. Da ist Witsand. Klaneck, da sind wir durch das Gebirge draus. Hier ist Feldstein, da ist Oberorken. Willenheim, Auplock, Angbodiertal. Ja, das sind wir wirklich schon durchgekommen. Das war das 1, 2, 3, 4. Dorf, das wir getroffen haben. Ist aber zu weit weg fürs erste. So, das ist Angbodiertal. Wo ist Brenthill? Das ist auch hier unten irgendwo in der Ecke. Serske, Merske, Efferdun. Oh, hier hinten wäre nicht toll. Das wäre ein zu weiter Marsch. Nordwest ist im Südosten. Okay. Kravik. Skeleton. Da ist Fexkaya. Grünwelden. Langsam habe ich alle durch. Kein Brenthill. Gehen wir mal hier um die Küste lang. Und wenn es da nicht ist, dann wird es irgendwo auf einer Insel sein. Runenshafen, Leuchtturmrunen, Chalanderhof, Leijastal, bleibt nur noch hier oben. Breddel, kein Brenthill. Ha, wir sind hier, das heißt wir könnten hier hin zum Hafen gehen. Oder hier in den Hafen gehen und dann den Fluss hoch und dann dahin fahren. Denn wenn wir jetzt nach Skjall gehen, Skjall war da, glaube ich, um da nach den anderen beiden Nachfahren zu suchen, dann müssten wir danach hier wieder ganz hoch. Und wir verschwenden mehr Zeit, wenn wir so laufen, anstatt wenn wir jetzt so laufen. Denke ich zumindest mal. Also gehen wir nach Brenthill.
Das heißt, wir gucken jetzt, ob hier ein Hafen war. Und wenn nicht, dann gehen wir nach Ruvik. So, es gibt drei Ausgänge und das sieht nach einem Hafen aus. Dum, 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 dum. Nee, hier ist eine Sackgasse. Hier ist der Hafen. Im Hafen liegen Schiffe nach Rovik. Sehr schön. Kostet 41 Heller, ist uns egal. Wir wollen aufs Boot, aber dürfen noch nicht. Na gut, ist dann auch eine gute Gelegenheit, nochmal zu schlafen, denn wir brauchen alle Astralenergie. Nein, nicht schon wieder im Doppelbrand. Das ist letztes Mal für Gerogon nicht gut ausgegangen. Aber hier konnten wir schlafen. So, eine Suite für eine Nacht. Und Talana würde gerne meditieren. Und 10 Punkte umwandeln. Da sie ja jetzt eh gleich wieder was regenerieren wird und auf der Reise wahrscheinlich auch noch, fällt das nicht großartig ins Gewicht. Aber sie hat schnell ihre Astralenergie voll. So, schnell zum Hafen, denn das Schiff legt irgendwie um 9 ab. Also. Und jetzt versuchen wir hier ein Schiff nach Bredel zu bekommen. Gibt aber nur ein Schiff nach Orville. Was sagst du? Ankommende Schiffe. Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Chalsingor, Overshorn und nach Manrin. Meint der Hafenmeister freundlich. Ha. Das ist nicht gut. Was sagt die Karte? Vielleicht müssen wir von hier oben irgendwo ein Schiff nehmen. Also hier würde sich anbieten. Was haben wir hier? Overshorn. Also über den Dornen. Ja, da werde ich aber nicht zu Fuß hinreisen. Das dauert 3-4 Tage. Heißt, wir gehen wieder zurück, gehen wieder zum Hafen. Das fuhr nach Orville. Und er hat gesagt, in den nächsten Tagen kommen welche nach Overshorn. Das ist gut. Aber im Laufe der nächsten Tage ist doch recht vage. Also suchen wir uns jetzt eine Taverne oder eine Herberge. Schlafen hier jetzt nochmal eine Nacht. Wo wir wieder meditieren. Jo. So, zurück zum Hafen. Und da ist auch schon das Schiff nach Overshorn. Kostet nix. Dauert 22 Stunden. Ja, das nehmen wir. Und wir können sogar gleich rauf. Sehr schön. Komm, hoch da. Ah, wo hatte ich jetzt Bredel gesehen? Achso, wir müssen erst nach Overshorn, von Overshorn aus nach Bredel zu kommen. Stimmt, und da ist auch gleich ein Schiff. Kostet auch nichts. Und wir können sofort weiter. Hey, das ist doch mal ein netter Anschluss. Hoffentlich klappt es auf dem Rückweg auch so gut. So, jetzt sind wir doch in Brenn. Da stand gerade wieder Brenthill. Habe ich mich jetzt zweimal verlesen oder ändert sich der Name, je nachdem, ob wir mit dem Schiff fahren oder... Ist hier recht übersichtlich. Es gibt nur ein Gasthaus, ein Geschäft. Und wir suchen Tiona Swafnilsson. Könnten wir jetzt in der Taverne fragen, aber wir können auch einfach diese 3-4 Häuser hier kurz abklappern. Das sind wir ja schon gewohnt. Nimmt uns auch keiner übel, auch wenn die alle mit einem Brecheisen aus der Tür rauskommen. Und da ist er auch schon. Ein Schild mit der Aufschrift Tiomar Swafnilsson ist neben der Tür angebracht. Als ihr gerade klopfen wollt, tritt ein Mann von etwa 35 Jahren aus der Tür. Wollt ihr zu mir? Ja, wenn ihr Tiomar seid. Das bin ich. Und was wollt ihr von mir? Wir haben hier ein Schreiben für euch. Zeig her, meinte mit grimmiger Miene. Ihr überreicht mir das Schreiben, das euch Umbrich Siebenstein mitgegeben hatte. Er entrollt das Pergament und während er die Zeilen überfliegt, hält sich Tiomars Gesicht auf. Sieh an, der alte Umbrich meldet sich mal wieder.
Und er hat euch sogar eine Empfehlung wieder mitgegeben. Kommt doch rein. Danke für die Einladung. Er bietet euch einen Platz an, dann holt er sich einen Krug mit Bremer Feuer und setzt sich zu euch. Ihr seid also auf der Suche nach Hügeliks verschollenem Schwert, wie Umbrick schreibt. Na, dann werdet ihr euch doch hoffentlich weiterhelfen können. Bevor ihr antworten könnt, ist er aufgestanden und im Nebenraum verschwunden. Als er zurückkehrt, hält er ein Pergamentstück in der Hand. Ein altes Erbstück aus Hügeliks Zeiten. Es soll wohl eine Schatzkarte sein oder etwas in der Art jedenfalls. Sehr schön. Stück Nummer 3, das wäre das hier. Irgendwas von einem Saal und eine Truhe. Na gut. Aber ich streiche schon mal Tionas Waffnelzorn von meiner Liste. Oh, ihr könnt es haben. Es nutzt sowieso nichts. Ohne die anderen Teile. Vielen Dank, wisst ihr noch mehr? Denn wir wissen, Nachbohren lohnt sich. Auch wenn die Leute uns danach nicht mehr wirklich mögen. Wir haben danach ja nichts mit ihnen zu tun. Aber sicher, der gute Tiomar ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich kenne ein paar Leute, die eigentlich auch etwas über Hügeliks Geschichte wissen müssten. Okay, vielleicht fragt ihr mal bei Jürge Torfinson. Haben wir den schon? Ja, Jürge Torfinson haben wir schon auf der Liste. Isleifs Olgazon? Ja, das war der allererste, da waren wir auch schon. Den sollte ich auch mal kurz auf die Liste schreiben, nur ihn wieder durchzustreichen, damit ich es nicht irgendwann mal übersehe. Isleifs Olgazon in Felsdane. So, aufgeschrieben und gleich durchgestrichen. In Orville gibt es einen Druiden Umbrick Siebenstein, der kennt jede Menge Leute. Ja, von dem hast du gerade das Empfehlungsschreiben bekommen. Na gut, also keine wirklich neuen Informationen. Aber ich finde es von dem Spiel an sich sehr cool, dass die Namen nicht so verteilt werden, dass in Betracht gezogen wird, was man schon weiß. Also er gibt auch Namen, die man schon kennt. Das heißt, man klappert nicht einfach alle Leute ab und hat dann nach und nach alle Namen zusammen, sondern muss wirklich Glück haben, dass der Richtige auch das Richtige weiß. Aber lassen wir ihn zu Ende aussprechen. So viel dazu, jetzt zum Gemütlichen. Ihr trinkt doch noch einen mit, oder? Wir haben es eigentlich eilig, aber ach, was soll's. Gerne immer, man lebt nur einmal. Noch einen, meint Tiomar eine Stunde später. Wir brauchen eine Stunde für einen Humpen. Na gut. Das war jetzt Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Es wird langsam morgen. Nummer 5. Das Primärfeuer steigt Jallen mächtig zu Kopf. Sie beginnt bereits zusammenhangloses Zeug zu erzählen. Aha, hat wieder irgendwelche Visionen. Noch ein. Wie lange geht das? Oh, selbst Tirik fängt an rumzulallen. Und nochmal Jallen. Ich glaube, das geht ewig so weiter. Ja, nee. Nein, danke, wir haben es sehr eilig. Schade, ich habe so selten Besuch. Aber wenn es so dringend ist, will ich euch nicht weiter aufhalten. Er begleitet euch zur Tür und wünscht euch noch viel Glück. Wir haben gerade 10, 12 Stunden lang durchgezecht. Und er sagt, wir haben es eilig. Aber gut. Spielstand speichern LP 20. Und wir sehen uns gleich wieder.